Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal Knights heute am Mittwoch. Es wird langsam dunkel. Das ist aufgetaucht. Warte mal, das sollten wir reparieren, unsere... Das sind diese Schattenritter des Donners, genau. Das sind die, die auch in der ersten... Autsch! In der ersten Welt rumhüpfen. Kann das sein, dass sie hier deutlich mehr Schaden machen? Das tat weh. Frechheit. So. Nach weiteren Portalen wollten wir gucken. In die Richtung. In die Richtung können wir nicht komplett so weiter. Hier ist ein riesengroßer Trichter. Vielleicht da hinten in diesem Bereich. Boah, das ist aber ungünstig hier. Verflixt, Johi, das ist kein angenehmes Gebiet zum Laufen oder ja. Deswegen sage ich auch, also bauen wäre hier, glaube ich, auch nicht unbedingt die interessanteste Variante. Das ist ja einfach, ist mir das zu... Wo hänge ich denn da dran? An irgendeinem blöden Baum. Das ist mir hier alles ein bisschen zu zerklüftet. Guck mal, hier könnte man schon wieder runterfallen. Das ist unangenehm. Gut, dass ich so viel Dreck mit hab. Oh, das wollte ich nicht. Da unten, das noch. So. Kompass. In die Richtung. Oh, da sind wieder Gegner. Und der eine hat uns schon gesehen. Oh, au, das tut so weh. Die sind richtig, richtig, richtig übel. Wahrscheinlich haben die einfach auch ein höheres Level. Ansonsten wäre es ja auch irgendwie doof, wenn die immer nur dasselbe Level hätten. Weiter in die Richtung. Okay. Hier ist eine Tür. Kommen wir hier, ich wollte gerade sagen, kommen wir wieder in irgendeinen Dungeon. Aber da, oh. Ja. Ich glaube, darin besteht dann tatsächlich auch irgendwann... Ah, das ist hier gerade wieder gesponnen. Sind wir schon wieder über einem Portal? Ich glaube, das ist dann auch irgendwann wirklich die Schwierigkeit in diesen... In diesen späteren Welten. Wollen wir uns hier einfach mal wieder runterbuddeln? Wo geht's dahin? Ins Nichts. Wo geht's hier hin? In ein weiteres Nichts. Hallo, Remy. Vielleicht doch in die Richtung? Ich höre hier ein Rauschen, aber ich weiß nicht, ob das das Portal ist. Zoomen mal wieder ran an mich. Das ist deutlich angenehmer hier in diesen Tunneln dann zum Abbauen. Wir haben eins gefunden. Da waren wir tatsächlich gar nicht so falsch. Oh, hier, wir müssen mal wieder reparieren. Na? So.
Bislang haben wir immer noch nicht diese gelben Teile gebraucht, was ganz gut ist, denn davon haben wir noch nicht so sonderlich viele. Yay! Und wir gehen direkt in die nächste Welt. Wir gucken hier gar nicht großartig weiter nach dem nächsten, denn ich möchte wissen, ob das jetzt diese Boss-Vorwelt ist oder ob das die andere Welt ist, wo es nur den Rückweg gibt. Das interessiert mich nämlich. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ich glaube, wir werden nicht mehr sonderlich lang hier drin sein. Aber ich glaube, bevor wir in dieses Boss-Level gehen, ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Level-Ups. Da müssen wir noch ein paar Mobs abfarmen, damit wir noch ein bisschen leveln. Ich glaube, dafür sind wir noch Kaktus-Ebenen. Schon wieder eine Wüste, Stufe 8. Dafür sind wir noch ein bisschen schwach. Oh, cool. Guck mal da hinten. Hier haben wir Palmen. Das ist ja nice. Das ist echt cool. Sieht echt alles ganz schick aus hier. Oh, doch. Doch, doch. Gucken wir mal gerade, was es hier gibt und wo wir uns hier befinden. Okay, das ist diese eine Welt hier unten. Genau, es gibt kein Portal. Sturzflug, Mini-Drachen, Magmamaden, Kriegersaurier, Sandpanzer, lodernde Blüten. Agaven können wir ernten. Und es gibt rohen Strom, Quarz, Kupferblöcke und Sandblöcke zum Abbauen. Okay. Wieder was dazugelernt, aber ganz ehrlich, auf Wüste habe ich jetzt keinen Bock. Ich würde gerne mal noch dieses Boss-Vorlevel aufdecken. Und dafür müssen wir in der Welt, wo wir eben drin waren, in der grünen, müssen wir noch das zweite Portal finden. Denn das dürfte dann da direkt hinführen. Also nicht zum Boss, sondern eben auf die Insel vor dem Boss. Das wäre ganz nice, wenn wir das noch schaffen würden, dass wir da ankommen. Grünender Forst. So, wo ist denn das zweite? Da. Oh. Ist er platt? Ja, er ist platt. Gut. Die tun nämlich echt ein bisschen weh. Die Schleimdinger sind immer noch recht easy zu machen. So, wir haben ein neues Level erreicht. Stufe 10, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir sind immer noch unserem Level ein kleines bisschen voraus. So, oh, ein neues Talent. Königliches Wissen. Erhöht die von besiegten Gegnern erhaltene Erfahrung um 30%. Das ist schick. Das ist echt schick. Och, nö. Ja, wie kommen wir da denn jetzt am besten hin? Mit viel Geduld und noch mehr Spucke. So, wir brauchen Dreck. Ich habe ein Haus. Mhm. Ich habe ein Glas mit Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Oh, ich müsste mal Fluch der Karibik gucken. Großartig. Total schräg, aber ich finde es cool. So. Da hinten, ja, das ist irgendwo, das wird da hinten in den Ruinen sein. Ich schätze fast, dass wir da einen Dungeon finden werden. Und ich finde es sehr praktisch, dass man hier über eine so hohe Distanz bauen kann. Das finde ich echt cool. Ja. Das macht es einem nämlich ein ganz klein wenig leichter, hier durchzukommen. Was haben wir hier? Ich traue mich da nicht runter. Guck, ist sowieso wieder eine Schlucht. So, Holzschleuder. Oh nee, der macht doch so dick. Oh. Wir haben ja noch genug, ne? So, Kompass. Da hinten. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von diesen Ruinenteilen. Ich zücke mal wieder meine Steinschleuder. Ich glaube, das ist hier nicht unbedingt ungünstig. Ja, das sieht doch mal nach was aus, ne? Es ist auf jeden Fall stylisch.
In die Richtung geht's weiter. Ich liebe diesen Kompass. Wir müssen hier runter. Ich hör's. Leute, ich höre das Portal. Ich kann nur noch nicht ganz ordnen, aus welcher Richtung. Ich glaube links. Warte mal, ich hau hier jetzt mal gerade. So, da oben ist es auf gar keinen Fall. Das heißt, da kann ich mal ein bisschen... Ich glaube, wir gehen nie auf dem Weg dahin, auf dem wir eigentlich dahin gehen sollten. Das Problem ist, ich habe hier keinen... Ich habe hier irgendwie nicht so stereomäßig. Also ich höre es immer auf dem linken Ohr, egal wie rum ich mich drehe. Oder? Ja, ich höre es immer auf dem linken Ohr. Das macht es mir nicht gerade leichter. Konnte man nicht auch Bomben herstellen? Vielleicht ist es ja auch doch unter uns. Ich gehe mal hier ein bisschen den Gang weiter lang. Ich höre es auf jeden Fall nicht mehr. Wenn es doch unter uns ist. Also ich höre es auf, jeden Fall. Unter uns. Aua! Ich habe es die ganze Zeit gehört. Ich weiß es nicht, ob ihr es auch gehört habt. Ich nicht weiß, wie laut ich das jetzt gestellt hatte oder leise. Super, ich komme immer von sonst wo. Ich möchte auch hier gerne erst noch wieder die anderen Sachen platt machen, denn es gibt uns alles Erfahrungspunkte. Au! Oh! Die Augen sind so weit verbreitet, diese Donnergucker. Ja, die hauen wir auch platt. Das ist auch wieder so ein Auge. Ich bin gespannt, wo wir hier rauskommen. Hier habe ich auch mal das Gefühl, dass die Skelette nicht so recht stark sind. Wir müssen noch mal gucken, wann wir uns dann das nächststärkere, die nächststärkere Waffe herstellen können. Wo kommen wir hier hin? Da ist auch wieder ein Auge. Wo kommen wir denn da hin? So viele Augen. Sind wir jetzt hier angekommen? Egal, gibt auch wieder alles Erfahrung. Oh, ich habe hier irgendwas anderes Tolles kaputt gehauen gerade. Schleifsteine. Wie tief sind wir denn bitte? Gucke, da war in so einem ganz normalen, stinknormalen Haus der Zugang. So, ich schleife schon mal meine... Ich schleife meine Steinschleuder, ist auch gut. Rolle, 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 rolle. So, warte mal, die machen wir. Oh Gott, ich dachte gerade, da wäre noch ein Gegner, aber das waren ja nur die Skelette. Die Knochen von den Skeletten, die wir schon umgeboxt hatten. Kling, clear. So, und die noch. Und. Oh, ich denke jedes Mal, da ist ein Gegner. Und selbst wenn. Dann hat der Gegner ein Problem, nicht wir. Und hier? Ist ja noch irgendwas zum Erkunden? Nö. Ja, dann können wir ja schon wieder, ne? Ah.
Das Portal, oh Mann. So, zack. Was macht das überhaupt für Geräusche? So gummiartig, ne? Klopp. So, in welche Welt geht's hier? Ist das jetzt die Welt vom Boss? Das gucken wir jetzt noch. Das will ich jetzt noch wissen. Mal schauen, mal schauen. Also langsam, ich finde jetzt, wo wir den Dreh so ein bisschen raus haben, wird das Ganze auch interessanter, obwohl wir jetzt eigentlich nach wie vor jede Folge dasselbe machen. Aber ich hoffe ja immer noch darauf. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass es auch eine Winterwelt gibt. Ich würde ja gerne jetzt im Dezember mal noch die Winterwelt entdecken, aber keine Ahnung, was das für ein Level ist, die Welt, wie weit wir uns da durchschlagen müssen. Aber schauen wir mal, gucken wir erstmal, wo wir jetzt rauskommen. Wir reisen erstmal wieder durch den lila-blauen Tunnel der Verdammnis. Granatbucht. Stufe 9. Ich wollte gerade sagen, klingt orange und ist auch orange. Wow. Ein bisschen hoch. Ja gut, ihr Lieben. Ich würde aber auch sagen, jetzt wissen wir, was wir hier vorgefunden haben. Nee, warte mal, ich wollte ja hier noch gucken. Das sollte ich vielleicht noch eben tun. Ja, genau. Das nächste ist tatsächlich ein Boss-Level. So, und was haben wir jetzt hier? Zwei Portale. Magmamaden, Baby-Araktulas, Grunzer-Grünschnabel, Grunzer-Anführer und feurige Grunzer. Alabasterpilze und Weizenfelder können wir hier finden. Und zum Abbauen rohen grünenden Smaragd und Kupfererz. Okay, ihr Lieben. So viel aber auch zur heutigen Folge Portal Knights. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich morgen dann schon wieder. Bis dahin. Tschüss.